Nach dem Ende des Weströmischen Reiches schwangen sich die Franken in Gallien allmählich zur Großmacht auf. Als die Alamannen zweimal von ihnen besiegt wurden, war ihr Schicksal besiegelt. Von nun an war das alamannische Siedlungsgebiet nördlich der Donau eine fränkische Provinz. Der Einfluss der alamannischen Herzöge hing jedoch von der Macht des jeweiligen Frankenkönigs ab. In Italien regierte seit 493 der Ostgotenkönig Theoderich der Große. Von seinem Palast in Ravenna aus, der neben der Kirche San Apollinare Nuovo stand, versuchte er eine Friedensdiplomatie zu verfolgen. Doch der Expansion der Franken konnte er keinen Einhalt gebieten. Theoderichs Interessensphäre reichte über die Alpen bis an die Donau. Deshalb standen Alamannen, die dort lebten, auch unter seinem Schutz. Theoderich appellierte an den Frankenkönig: Mäßigt euer Vorgehen gegen die erschöpften Reiter. Seid milde denen gegenüber, die sich voll Entsetzen in unserem Gebiet verbergen. Doch es kam anders. Seit 537 standen alle Alamannen unter fränkischer Herrschaft. Einige Adlige flohen in den Osten, wo sich gerade der Stamm der Bajuwaren etablierte. Andere flüchteten sogar bis nach Italien, wo sie ihre letzte Ruhestätte fanden. Bei den Italienfeldzügen der Franken beteiligten sich nun auch alamannische Kriegerverbände. Diese Alamannen, kann man sagen, die haben da ziemlich wüst gehaust in Italien während der Gotenkriege, also im 6. Jahrhundert, haben also geplündert und geschändet, haben allerdings auch Pech gehabt, sie sind dann durch Seuchen dezimiert worden und sind eigentlich ziemlich, ja, man kann sagen, ohne Beute nach Hause zurückgekehrt, ein Teil davon. Aber andererseits dann im späten 6. Jahrhundert, als es gegen die Langobarden ging und das Ganze besser organisiert war, kann man sagen, dass eben dann auch ein ganzer Kulturfluss, Kulturstrom aus Italien in die Zone nördlich der Alpen gekommen ist, war sehr vieles im alamannischen Gebiet aus dem langobardischen Italien übernommen, etwa Waffen, Rüstungen, auch Kampftechniken. Die Kriegstechnik entwickelte sich weiter. So trat der Steigbügel, von den Langobarden eingeführt, seinen Siegeszug im Norden an. Die schwer bewaffneten Krieger saßen nun fester im Sattel. In der ehemaligen römischen Provinz Rätien zwischen Iller und Lech überlebten intakte römische Gemeinwesen. Darunter Augsburg, Kempten und Füssen. Ab 500 ließen sich auch Bauern aus der Alamannia in diesem Gebiet nieder. Sie gründeten Markt Oberdorf und Schwangau. Alamannen und Bajuwaren redeten in einer ähnlichen Sprache. Westoberdeutsch und Ostoberdeutsch, beides Dialekte des Althochdeutschen. Der Lech bildete sich erst allmählich zur Mundartgrenze heraus. Dass Alamannen bei den Bajuwaren lebten, belegen auch historische Forschungen. Im Osten dehnte sich das alamannische Siedlungsgebiet später bis zum Lech aus und grenzte dort an das Herzogtum der Bajuwaren. Nach Süden verlagerte es sich bis in die heutige Nordschweiz und das Schweizer Mittelland. Abgesehen von kurzen Botschaften auf kleinen Objekten berichten über die Alamannen nur fremde Schriftzeugnisse. Waren die Alamannen wenig offen für Neues und besonders traditionsbewusst? Bei Sigmaringen entdeckte man einen magischen Ort, das Naturheiligtum von Inzigkofen. In ungewöhnlicher Umgebung, nicht auf einem Friedhof, fanden hier vier Krieger ihre letzte Ruhestätte. Eine Wurfaxt hat den Schädel des 40-jährigen Mannes gespalten. Ein Anthropologe diagnostizierte insgesamt 8 unverheilte Spuren von Gewalteinwirkung. Der Tod wurde auch durch Lanze, Schwert und einen Pfeil herbeigeführt. DNA-Analysen verraten, dass es sich um Verwandte handelte. Dass viele Alamannen Heiden waren, bezeugt der Bericht eines Zeitgenossen. Sie verehrten irgendwelche Bäume und Flüsse. Für diese schneiden sie Pferden und anderen Tieren die Köpfe ab und verehren sie wie Götter. Noch um 700
herrschte die heidnische Vorstellung, Pferde würden Adelige nach Walhall begleiten. So folgten Rösser mit ins Grab. Der heilige Columban beobachtete um 600 Alamannen bei einer Wotanfeier um ein großes Bierfass versammelt. Bei den Alamannen ist auch noch im 6. Jahrhundert eine sehr starke, kann man sagen, heidnische Tendenz spürbar. Es wirkt viel germanischer als etwa bei den Bajuwaren. Und bei den Alamannen, speziell im 6. und 7. Jahrhundert, ist der Tierstil gang und gäbe. Verzierungen in Tierornamentik, verschlungene Tierbilder, die irgendwas bedeutet haben. Hier können sie mir deuten, aber es kommen immer dieselben Tiere vor. Tiere, die eben so ochsenköpfig oder stierköpfig sind. Es ist nicht nur eine Ornamentik, es muss ein Inhalt drin gewesen sein. Die ist in Skandinavien sehr verbreitet, ist verbreitet bei den Alamannen und bei den Langobarden. Man muss davon ausgehen, dass es wirklich Beziehungen gab, auch starke Beziehungen aus diesem südwestdeutschen Raum, noch im 7. Jahrhundert nach Nordosten, in den ehemaligen Herkunftsgebieten und bis nach Skandinavien, wo eben dann die Grundlagen gegeben waren, dass das Heidentum weiterhin transportiert worden ist. Wollten Alamannen zum Christentum übertreten, so mussten sie beim Taufakt ihren Göttern abschwören. Fortan waren heidnische Tiermaskeraden in Kirchen verboten. Die Übernahme der langobardischen Sitte, Goldblattkreuze ins Grab mitzugeben, weist auf eine frühe Christianisierungswelle aus Italien hin. In Gräbern finden sich also die ersten Anzeichen, dass adelige Alemannen zum Christentum bekehrt wurden. Mönche machten sich auf den Weg, bei den Heiden zu predigen. Von St. Gallen aus zog Magnus nach Osten. Entlang des Lechs gelangte er auf der alten römischen Straße, der Via Claudia, über Epfach und Roßhaupten nach Füssen. Dort gründete Magnus mit Unterstützung des Augsburger Bischofs eine Mönchszelle. Daraus entstand das Kloster St. Mang in Füssen. In Überlingen am Bodensee residierte Herzog Gunzo. Er berief in Konstanz ein Konzil ein. Das Bistum Konstanz war von herausragender Bedeutung. Aus der Zelle des heiligen Gallus, eines Schülers des heiligen Columban, ging später das berühmte Kloster St. Gallen hervor. Auf der Insel Reichenau im Bodensee entwickelte sich ein weiteres kirchliches Zentrum. Das Adelsgeschlecht der Agilolfinger, das bei den Bajuwaren die Macht innehatte, herrschte später auch über die Alamannen. Aus dieser Nebenlinie stammte offenbar Odilo, der um 737 in Regensburg bayerischer Herzog wurde. Odilo hat sein erstes Kloster von Alamannien, von der Reichenau aus, gegründet. Das ist Niederaltaich. Und er hat auch diesem Niederaltaich das Patrozinium des heiligen Mauritius, eines der tebaischen Märtyrer, ein Offizier, gegeben, der wiederum in der Hochschweiz, in Samaris, sozusagen zu Hause ist. Aber es sind offensichtlich enge Beziehungen. In Zeiten königlichen Machtverfalls eskalierte die Rivalität zu den Verwaltern des Frankenreiches, den Hausmeiern, und es kam zu Aufständen. Es war so, dass im 8. Jahrhundert und schon im 7. Jahrhundert durch die Schwäche der merowingischen Zentralregierung, also des Königtums, des fränkischen Königstums, eben sind zentrifugale Kräfte wirksam wurden bei den Alamannen und bei den Bajuwaren. Und es kam eben dazu, dass die Heeresfolge verweigert worden ist. Der alamannische Adel hat die Heeresfolge verweigert und daraufhin wurde ein Blutgericht veranstaltet.
Also wurden zur Rechenschaft gezogen, die alamannischen Adligen. Dieses sogenannte Blutgericht fand in Cannstatt statt, einem Hauptort des Herzogtums. Hier ließ der fränkische Hausmeier Karlmann die Verantwortlichen bestrafen. So schlug im Jahre 746 die letzte Stunde des alamannischen Stammesherzogtums. Einst waren Wotans Krieger aus dem Nebel der Geschichte aufgetaucht und hatten den Limes gestürmt. Etwa 500 Jahre später verloren die Alamannen ihre Selbstständigkeit und mussten sich wie die Bajuwaren dem fränkischen Joch beugen. Bis heute lebt der Name Alamannen im Französischen und Spanischen fort. Allemand, Alemann steht dort für Deutsch.